Südafrika, das klingt nach Sonne, Meer, Urlaub, nach einer atemberaubenden Landschaft und wilden Tieren. Südafrika, das bedeutet aber auch Armut und vor allem AIDS. Ein Drittel der Bevölkerung Südafrikas ist HIV-positiv. In der Stadt Mandeni sind es sogar deutlich mehr. Mandeni ist die AIDS-Hauptstadt der Welt. Genau hier leitet Pater Gerhard Lackleder aus Regensburg ein ganz besonderes Zentrum. Dieses Zentrum nennt sich Blessed Jared's Care Zentrum und bietet Hilfen unterschiedlichster Art, so Pater Gerhard. Auf der einen Seite die AIDS-Behandlung, auf der anderen Seite die Hospizpflege für AIDS-Kranke und dann natürlich auch das Kinderheim, das da mitspielt, wo auch AIDS-Waisen sind, aber nicht nur AIDS-Waisen, sondern auch HIV-AIDS-infizierte Kinder. Aber auch andere Kinder, also ausgesetzte Kinder, misshandelte Kinder, missbrauchte Kinder. Weitere Projekte sind unter anderem ein Erste-Hilfe- und Notdienst, ein Kindergarten, eine Klinik für unterernährte Kinder oder auch ein HIV-AIDS-Aufklärungsprogramm. Los ging's vor 15 Jahren mit dem Hospiz. Es wurde eröffnet 96, im Jahr 2000 haben wir das erste Mal angebaut. 2002 haben wir dann die Grundfläche verdoppelt und 2007, 2008 haben wir diese verdoppelte Grundfläche nochmal verdreifacht. Also wir haben jetzt über 3000 Quadratmeter Grundfläche in unserem Zentrum und das ist schon eine riesengroße Einrichtung geworden, weil eben der Ansturm sehr groß ist. Getragen wird das Blessed Jared's Care Zentrum von der größten katholischen Hilfsorganisation in Südafrika, den südafrikanischen Maltesern. Deren Leiter ist Pater Gerhard Lackleder. Ihn plagen derzeit große Sorgen, denn bisher gab es für die AIDS-Behandlung von der Regierung der USA Zuschüsse. Doch wegen der finanziellen Probleme der USA ist damit ab Ende Mai Schluss. Daraufhin habe ich gesagt, ja, da muss ich jetzt sofort nach Europa. Ich muss schauen, dass ich alternative Geldgeber finde, die uns dann helfen, dass wir die AIDS-Behandlung weiterführen können. Das Problem bei der AIDS-Behandlung ist nämlich, wenn Sie nur aufhören, die AIDS-Behandlung zu nehmen, dann sind Sie innerhalb weniger Wochen bis Monate tot. Deswegen ist Pater Gerhard Lackleder seit mehreren Wochen dabei, Land auf Land ab Vorträge zu halten, sein Blessed Jared's Care Zentrum vorzustellen und auf Spenden bzw. die Übernahme von Patenschaften zu hoffen, egal ob von Einzelpersonen oder auch Gruppen. Also 3 Euro reichen uns, um einem Patienten die Medizin zu geben, die Labortests, die Arztkosten und die sonstigen Nebenkosten, alles inklusive, also 3 Euro pro Person pro Tag. Und es rechnet sich um auf 1095 Euro pro Jahr. Diese Summe könnte sogar für eine Schulklasse kein Problem sein. Pater Gerhard Lackleder hat es in einer Schule mal vorgerechnet. Wenn jeder von euch, es waren 30 in der Klasse, wenn jeder von euch 10 Cent pro Tag gibt, dann können wir einem Kind, das AIDS hat, das Leben retten, dass das Kind weiterhin die AIDS-Behandlung bekommt in alle Zukunft. Und da haben sie dann schon geschaut. 10 Euro pro Tag pro Schüler in einer Klasse ist eigentlich nicht wahnsinnig viel. Näheres zum Blessed Jared's Care Zentrum einschließlich Spendenkontonummer finden Sie im Internet unter bbg.org.za. bbg.org.za. Claudia Breski, katholische Redaktion.